In welchem Punkt treffen wir uns hier in Solana? Wir treffen uns in diesem einen Punkt. Wir treffen uns bei Punkt 33.3. Ich hab kein Handy. Oh mein Gott. Sehr gut. Du bist ein Vollidiot. Okay, ich nehme mein Handy. Ich hab zwei. Ah, sehr gut. Warte, bist du Fire? Ich bin Fire, alles gut. 33.3. Bitte. Marzala meldet sich zum Dienst. Over. Jungs, wollt ihr auch ein bisschen Mandy? Ghost going dark. Over. Closing fast on a vehicle that matches the description. Was geht denn hier ab? Ich meine der Funknummer. Ah, Vorsicht. Sorry. Oh. Ich hab die Funknummer. Was ist die Funk-ID? Funk-ID war 33.3, ne? Ja, richtig. 33.3. Wie funk... Mit welchem Dings funk ich? Mit... Rock. Test 1, 2, bitte kommen. Los und deutlich. Super, Sternen, aber over. So, ich hätte nicht gedacht, dass wir das schaffen, Hilfe zu bekommen, ich sag dir ehrlich. Das ist echt ein Wunder. Das ist wirklich krass. Wir fahren da jetzt echt rein mit Army-Fahrzeugen, ne? Das ist Schicksal. Dabei wurden die eben schon Wir haben uns eigentlich schon direkt gerasht an die eben. Aber jetzt nochmal. Noch drauf treten. Die legen auf Boden, nochmal drauf treten. Tach, tach, tach. Wir haben keine andere Wahl. Warum läufst du auf der Straße, auf der Autobahn so? Jo. Guten Abend, Jack. Schlaf gut. Gut. Was macht's? Concentration, Depression, Männer. Warum ist der LKW schneller als wir? Wir haben keine Waffen, over. Kuss. Ich esse auch voll langsam gerade, weil ich immer darauf achte, dass ich nicht mehr ein Schwein esse, weil die Cam an ist. Sonst mach ich die Cam immer aus. Die bilden sich, scheinen sie wissen, wie es wäre. The fuck was that? Was war das? Nichts, alles gut, wir fahren. Ich hab was gehört, schieß dich gleich! Die Polizei! 70 Gramm Kokain liegt auf dem Spiegeltisch. Giant. Was ein mieser Trip. Hallo? Okay, ETA in ca. 3 Minuten, over. Ja? Verstanden, over. Oh, der trifft vor, let me queen up. Sehr schön, Herr General, over. Ich habe euch doch gesagt. Jungs, was machen wir gleich da eigentlich? Wir fahren rein, nehmen die nochmal fest und besuchen die nochmal. Ich will meine Chats. Dieser ganze Film. Dieser ganze Film nur, warum? Weil der eine so gemacht hat. Weißt du noch, wo der uns die Sachen abgezogen hat? Weißt du noch, wo der uns die Sachen ab... Dieses... Ja. Hätte er das nicht gemacht, hätte er sich so viel Stress erspart. Jetzt ist er 2 Stunden, hat er uns jetzt am Arsch. Selber schuld. Der wird jetzt gebumst. Der wird jetzt weggesturft. So. Und nach den Viagras wird ihr seine... Alles gut. Okay, alles gut. Entspann dich. Ja, deswegen habe ich alles gut gesagt. Over. Over. Alles gut. Okay, Moment. Wo ist denn der Konvoi eigentlich? Ich dachte, da kommt ein Konvoi. Warte. Eine Minute. Ich würde sagen, der LKW bleibt erstmal hinten. Wir fahren einmal erstmal durch die Straße. Bleiben Sie an der Tankstelle stehen, bitte. Verpissen Sie sich. Guck mal, der will uns natürlich schon weg, bitte. Na klar, der weiß schon, der ist schon Dings. Der pittet uns schon weg. Ich pitte gleich sein. Das ist das Tor. Wir stehen direkt vor dem Tor, over. Es sieht etwas ruhiger aus. Suspect befindet sich gerade in der Garage. Circa 5 Suspects gerade in der Garage. Sofort, wenn man reinfährt, rechts. Und in dem Haus befinden sich auch noch wahrscheinlich ein paar. Stürmen Sie es. Wir haben grünes Licht, ich wiederhole. Grünes Licht. Wo sind die Soldaten? Stopp! Wir müssen erst warten, bis die Soldaten kommen. Holen Sie doch erstmal die Soldaten an. Die sind doch schon um die ganze Großstadt verteilt. Bitte hören Sie auf, mich zu verarschen. Jetzt holen Sie die Soldaten hier hin, bitte. Wie können denn nicht reinfahren, wenn wir nur 4 Mann sind? Sie müssen erstmal die Soldaten dazu holen, verdammte Scheiße nochmal. Warum redet er eigentlich so? Wir müssen warten, bis der Rind. Jetzt sind die schon verteilt? Da ist noch keiner verteilt. Einzige. Der labert doch Scheiße, der verarscht uns. Was? Kein Schwanz ist hier. Passen Sie auf. Entweder kommen ein paar Soldaten oder sie geben mir eine Bambuschka. Ja, auf wen soll man sich denn verlassen hier? Auf wen soll man sich denn verlassen? Army, Polizei? Das wird nicht schief gehen. Wo bleiben Ihre Männer? Er ist drinnen. Es
was? Oder? Nein, hä? Oh nein. Hä? Wir wurden ganz kurz gesurft. Es kommt niemand. Es kann... Können Sie mich hören? Over. Können Sie mich hören? Ah, da liegt einer von denen. Hallo, hören Sie mich? Nimm den mit, das ist einer von denen. Nimm den mit. Nimm den wo mit, den Schwanz. Nimm den mit, ich nimm den mit. Nimm den mit, den Schwanz. Nimm den mit, ich weiß, wo wir ihn hinbringen. Los. Wir werden Ihnen ein paar Fragen stellen. Ihre Hände eingerostet. Nehmen Sie ihn doch jetzt mit. Ja. Beeilen Sie sich. Wenn uns einer erwischt, sind wir tot. Heute ist irgendwie unser Glückstag. Wir müssen uns beeilen. Wollen wir ihn nicht erst stabilisieren irgendwo? Wer weiß jemand, wie man stabilisiert? Warte mal. Ich guck mal ganz kurz was. Weiß jemand, wie man stabilisiert? Ich konnte das mal. Ist der das? Wie stabilisiert man denn? Ist der das? Hm. Wie stabilisiert man? Weiß das niemand? Ich habe zwar Erste-Hilfe-Kurs gemacht, aber ich weiß nicht mehr, wie das ging. Ich glaub, ja. Wir gehen... Wie? Kann keiner stabilisieren? Okay, was ist denn im Funk? Seid ihr noch im Funk, verdammte Sch**e? Die sind auch nicht mehr im Funk, die haben uns so verkauft. Okay, ich hab ne Idee. Hier wird uns keiner finden. Hier wird einmal im Jahr jemand vorbei. Los, holt einen Arzt, holt einen nein, Arzt! Nein, hier fahren die gleich zu. Lass uns bitte woanders hin. Stabilisieren. Obwohl, warte, die stabilisieren ist. Kannst du das? Ich glaube... Nee. Oder? Ich krieg ein Dispatch. Scheiße, es geht nicht. Beeilung. Wie ging das nochmal? Wartet kurz. Ja, ich versuche. F7 geht nicht. Das ist der. Was kann ich denn machen? Wie kann ich ihm helfen? Wir brauchen einen Kabelbinder, glaube ich. Wir müssen ihn stabil. Stabil ihn mal. Ist er stabil? Schau mal, gut rüber, ob er stabil ist. Wie funktioniert das bloß? Das geht gar nicht. Wir haben erstmal Waffen, um ihn zu bedrohen. Moment. Warte. Sollen wir nicht... Ja, Salami, wo ist der Standort dazu? Wie ist der Standort? Wo sind Sie denn die ganze Zeit, verdammte Scheiße? Wie ist der Standort dazu? Ja, wo sind Sie denn? Wir warten seit einer halben Stunde auf Sie. 917. Sind Sie einfach kacken gegangen oder was in der Zeit? Wollen Sie hier die Kavallerie oder nicht? 9176, wir brauchen Sie hier. Kommen Sie bitte her. Scheiße, wir verlieren Zeit. Hast du einen Erste-Hilfe-Kurs? Dann mach den siebten Finger, wenn du einen Erste-Hilfe-Kurs hast. Ich hab Bronco. Früher, das geht nicht mehr. Okay, früher ist abgelaufen. Ablaufdatum gab's. Wir verlieren den Mann gleich. Wir müssen uns beeilen. Wir müssen beeilen. Der muss hierher kommen. Scheiße. Dieser Typ im Funk muss herkommen. Sie müssen hier hinkommen, wir haben hier einen. Wir haben hier, glaube ich, den, der uns eben beklaut hat. Wir haben den hier, der liegt hier auf dem Boden. Sie müssen den stabilisieren, bevor er weg ist. Beeilen Sie sich, kommen Sie hier hin. 9175, ich wiederhole. 9175, unter der Brücke. Little Bigham Avenue. Little Bigham Avenue, 9175. Over and out. Sind Sie überhaupt noch im Funk? Hurry ass up, 9175, Little Bright Avenue. Hurry up, please. Hurry up. Unter der Brücke. Hört an wie ein Motorrad. Wie lange brauchen Sie noch, um zu sehen, wo Sie sind? Wir kommen jetzt gerade. Verarscht er uns? Ich glaube, der kommt gar nicht. Hört doch jetzt auf mit dem Kindergarten. Kommen Sie runter, wir haben keine Zeit mehr gleich. Der ist gleich weg. Sie waren schon richtig eben. Sie waren nur auf der Brücke. Sie müssen unter. Ey, die Army ist echt für nichts zu gebrauchen. Das gibt's nicht. Oha, was machen die denn da oben? Da müssen wir die Army erobern. Oh ja, wir werden die erobern. Die haben uns auseinandergenommen. Die kommen nicht mehr. Wo sind die denn? Was wir jetzt den Typen hier einfach liegen lassen. Ich hab sogar dieses verdammte MD angerufen. Die kommen nicht, aber das kann doch nicht wahr sein. Schnell! Der fährt wieder hier entlang. Schick dir mal deinen Standort. Ich kann Ihnen auch den Standort schicken. Geben Sie mir Ihre Nummer durch. Sind Sie noch da? Ey, das ist doch ein Ey, die verarschen uns. Die haben uns verarscht. Die haben uns auseinandergenommen. Oh mein Gott, hört ihr wie vor deren Hut? Wir sind nicht vor deren Hut! Wir sind ganz woanders schon seit einer halben Stunde! Wie MD vor deren Hut? Scheiß auf den! Wir brauchen ihre Sch*** nicht mehr! Sie sind schon die Rami! Scheiße, ich geh raus aus dem Funk! Beeilen Sie sich! Lecken Sie uns aber alle ohne ihn! Keiner nimmt Sie an, das ist der Stimme!
Holt eure Waffen raus. Holt eure Waffen raus. Ich hab keine Waffe. Oh mein Gott. Egal, nimm den fest. Ich steck ins Auto, ich fahr den um, wenn er was macht. Hallöchen, alles wieder gut bei Ihnen? Oh, geht. Mario, das waren meine Freunde, Mario, Alter. Einen schönen Abend. Ah. Ey, warum lachst du, Mario? Warum lachst du, Mario? Oh, eine Sekunde, wir kommen jetzt zu Hut. Pistole. Wir haben ihn. Komm mit, nimm den mit zu Hut. Wir kommen jetzt. Sind Sie da? Sind Sie da aufgestellt, Sir? Mario, ich dachte, wir sind Freunde. Ich muss ihn ins Fahrzeug setzen. Pack den ein, das ist der nicht mehr. Ich dachte, wir sind Freunde, Mario. Er hat Sachen dabei. Hä? Hör auf damit. Hör auf damit, bitte. Ich schmeiß dich um. Was passiert hier? Bruder, steig aus. Hilfe. Borat. Hey, was machst du denn? Hey! Hey, wir brauchen den! Nein. Der ist nicht tot, alles gut. Hilfe, ihr müsst alle einmal aussteigen, damit ich ihn ins Fahrzeug okay. Kann. Okay, jetzt. Moment. Und ins Fahrzeug setzen. So, bitte, setzt euch. Perfekt. Wie, die Army war am Start? Hä? Warum was sagt ihr denn nichts? Die sagen ja auch nichts im Funk. Hallo. Ja, yeah, wir kommen jetzt. Wir fahren. Hallo, sind Sie noch da? Es antwortet doch keiner im Funk. Hallo? Ja, ich bin da. Mit denen redet keiner. Okay, sorry, Mario, Alter. Sorry, Mario. Es geht um die drei Viagras. Ja, okay. Und die 15.000 Casino-Chips. Welche drei Viagras und welche 15.000 Chips? Alter, Schnauze. Wir wollen Ergebnis. Kein Rumgelaber. Ich weiß nicht, worüber ihr redet. Sonst werden wir euch jeden Tag... Ich weiß nicht, worüber ihr redet. Hallo. Hör mir mal zu jetzt. Wir waren eben bei euch in der Hut. Okay. Ja, in eurer Drecksgosse da, wo ihr lebt, mit diesem Rattenkanal da. Ja. Wo die ganzen Ratten die ganze Zeit von links nach rechts laufen. Verstehst du? Dann waren wir eben drin. Okay. Und wir wurden umgeschossen und uns wurden viele Sachen, sehr, sehr viele Sachen wurden uns entwendet. Unter anderem? Viagra. Genau. Baklava. Aber okay. Einzigartiges Viagra, was Übernatürliches erzeugt. Und ich will das zurückhaben. Meine Machete will ich auch zurückhaben. Meine 12 LSD möchte ich auch zurückhaben. Dann fahr jetzt in die Hut rein und die Jungs sollen dir was geben, hä? Das kann ich nicht machen, weil die Jungs sind leider nicht so schlau. Die wollen lieber den dicken Macker machen und morgen stehen wir dann wieder hier und haben einen von euch. Ja, okay. Richtig. Und wie soll ich das jetzt euch geben so? Also ich möchte, dass du ihn anrufst oder dass du den Jungs Bescheid gibst. Ja, ich bin leider erst, ich wusste es gar nicht mal so. Ich weiß auch nicht, wer das war so. Was soll ich jetzt machen? Also, wir machen das folgendermaßen. Wir gehen an einen ruhigen Ort, er wird entfesselt. General, sie tun ihn bedrohen. Ja, und dann fesseln wir ihn und dann fahren wir wieder woanders hin. Okay? Guck mal, wisst ihr, was wir machen? Ich habe auch einen Vorschlag. Guck mal, ich tue mich mit euch zusammen und wir gehen da zusammen rein. Ich bin maskiert. Ich hol eure Sachen raus, ohne dass jemand merkt, dass ich das bin. Mhm. Und ich gebe euch die Sachen wieder und. Gott. Sekunde. Machen wir das oder nicht? Ich würde ihn erstmal durchsuchen. Durchsuchen Sie ihn erstmal. Aussteigen Sie, Wichs! Wir müssen aufsteigen. Wir müssen aufsteigen. Also, ich hol Sie raus. Alles gut, ich hol ihn raus. Hol ihn raus. Dankeschön, der. Ja, Serge. Ayo, wo bist du? Ich bin gerade hier unter einer Brücke. Von welcher Familie seid ihr? Keine Ahnung. Weil du mich anrufst. Hände hoch. Nein, nicht ihr. Warte kurz, Serge. Eine Sekunde. Von welcher Familie bist du? Wie heißt ihr? Wie ist euer Name? Mayo. Okay. Was? Der ist zu blöd, weiß er nicht. Der war nur bis zur zweiten Klasse in der Schule. Gut. Wir haben hier gerade irgendein Gangmitglied. Ruf mich, schick mir Standort, ich komme. Ich schick dir Standort, bis gleich. Was? Ja. Voice Crack. Army war vor Hut mit 50 Leuten. Ich weiß nicht, was da schiefgelaufen ist. Sie können es ja gerne hier nochmal. Den Funk, ich könnte es euch gerne nochmal hier angucken. Ich kenne gerade. Keine Ahnung, was da. Es wurde gar nicht gefunkt. Das ist Lüge, okay. Hä? Wie, hä? Zieh doch mein GPS ab. Hey, nicht so nah. Okay, tut mir leid. Du hast ein GPS dabei? Abi. Ich weiß nicht. Müssen wir noch schauen. Wenn ich eins habe, zieh's mir ruhig ab. Was jetzt? Hat der was dabei? Moment, ich durchsuche ihn. Also, er hat dabei Codein, erweitertes Magazin, GPS wegnehmen. Wegnehmen und Standort wechseln. Wir müssen Standort wechseln. MDMA, Kokain, sofort Standort wechseln. Nimm das alles mit. Sofort Standort wechseln. Ich muss ihn sofort tragen.
Komm ins Auto. Yo, könnt, Mayo, los. Mayo. Du hast gesagt, keine Hilfe. Das war eigentlich nur auf den... Das war halt auf das Thema unter der Brücke bezogen, weil die ja den Weg nicht gefunden haben, 10 Minuten lang unter die Brücke. Das war, ihr müsst das mal sehen, das war komplett Hickhack eben im Dings. Das war ganz komisch im Funk, ich weiß nicht. Nimm das alles mit, hast du alles mitgenommen? Ich habe alles mitgenommen. Ey, du vorne und mit Glatzkopf, wie heißt du? GPS aktiviert. Ey, vorne Glatzkopf, bist du vorne Glatzkopf? Ich bin... Ich bin... Herr Volantis. Ja. Wer? Wer? Herr Volantis. Herr Volantis. Ja. Mein Name ist Meniscus Volantis. Meniscus Volantis. Genau. Meniscus Volantis. Ja. Wir können das auch irgendwie anders klären, ja. Wie sollen wir das denn klären, wenn du da in so einem Zirkushaufen steckst? Das kann man ja gar nicht anders klären. Ich hab gehört, ich hab gehört aus einem großen Ding. Ja, was soll ich machen? Soll ich jetzt mein großes Ding auf deine Stirn klatschen oder was willst du von mir? Was soll ich denn tun jetzt? Das sind ja nur hängen geblieben bei euch, kann das sein? Ich wollte nur fragen, ob du ein großes Ding hast oder nicht. Was ist denn eigentlich mit dem Funk los? Keine Ahnung. Glaub, sind sie noch da, over? Die sind schon längst abgezogen. Keine Ahnung, was da passiert ist. Versteh's nicht. Habt ihr dem auch das Handy abgenommen? Lässt uns einfach alleine dort. Was sollen wir jetzt mit dem Funk machen? Ich schick dir nochmal einen neuen Standort. Wir mussten abziehen wegen GPS. Ja, Leute, Scheiße. Alles gut. Ich weiß das mit Sägen, aber wir müssen... Halt eine wie, du kriegst keine Luft im Auto. Was tust du denn jetzt so, als wenn hier gerade 45 Grad und du kriegst keine Luft im Auto? Ist alles gut. Okay. Bitte nicht raus. Abi. Wieso denn? Abi, Meniscus. Volantis. Ja, weil ich hab irgendwas im Gesicht, seh nix. Ich muss mich einmal einfesseln und wieder feststellen. Ach so. Ich guck auf Boden, verstehst du? Ich verstehe. Versteht ihr? Ich verstehe nicht. Ich auch nicht. Hast du Deutsch geredet? Wie ist das denn eigentlich bei dir? Was meinst du? Bist du glücklich da, wo du jetzt gerade drin bist, in dieser... Ja, eigentlich schon. Ich mag euch eigentlich schon. Ja, ich mag dich auch, aber leider habt ihr uns deswegen müssen wir uns das jetzt schon. Ja, ich war nicht dabei, was soll ich machen? Lüge. Wieso lügst du doch? Ich weiß doch, dass du dabei warst. Ich hab dich doch gesehen. Seid ihr euch 100% sicher? Ja, wieso lügst du denn? Okay, was hab ich euch abgenommen? Was hab ich euch abgenommen? Nee, es geht darum, dass du dabei warst. Nein, ich war nicht dabei. Ich kann mich daran nicht erinnern. Du bist wirklich ein schlechter Lügner, das musst du nochmal üben. Okay, scheiße. Wir bekommen jetzt etwas Unterstützung. Ach, okay. Sind das Sie noch im Funk? Hallo? Das Viagra und die Casino-Chips und die Baklavas, die wollen wir. Sergin. Sergin. Ja? Ich brauche deine Hilfe. Wir haben einen von dieser Familie da vorne. Bitte befragt ihn mal, woher der kommt und ob er uns unsere Sachen zurückgeben kann. Der hat Baklava von uns, 3 Viagras, die sehr selten sind, meine Macheten und was Hallo? Noch? Meine 15.000 Casino-Chips. Und 15.000 Casino-Chips. Okay, steig mal aus. Das war nicht er, aber seine Familie hat uns eben mitgeklaut. Mach ihm bitte die Tür auf, dann steig ich aus. Mach ihm die Tür auf, hast du eine Knarre auch? Ich hol ihn raus. Ich hol ihn... Moment. Und LSD, haben wir auch. Und Viagra, nicht vergessen. Aus welcher Familie bist du? Und Öl. Saduna. Saduna. Ah. Richtig. Schau mal, du siehst doch diese Leute, die gerade hinter dir stehen, oder? Ja, hinter dir, ja. Ja, hinter mir, korrekt. Du siehst auch, wie mächtig die sind. Ja, natürlich. Die haben mich auch, diese Sachen. Ich wollte mich schon der Truppe anschließen, aber die wollten mein Angebot nicht annehmen. Ja, weil du ein Zinker bist. Du willst uns direkt verkaufen, damit du zurück zu deiner Rattenfamilie gehen kannst, da hinten. Deswegen. Ja, wenn du das Packs. Meinst, dann ist das so. Packs auf den Tisch gelegt. Du willst uns direkt verkaufen. Du möchtest doch auch wahrscheinlich die Familie nicht in Gefahr bringen, so tun. Natürlich nicht. Wäre das nicht klüger, dann die Sachen zurückzugeben? Wollte ich ja machen, aber die wollten ja nicht hören, so was ich machen. Nein, du wolltest uns dribbeln. Guck mal, weißt du, was ich denen gesagt habe? Ich erkläre dir das. Ich meine zu denen, ich zieh mich so an wie ihr, ich zieh mir eine Maske auf den Kopf, ich geh zum Lager, hol deren Sachen raus, gib denen deren Sachen, auf ganz unauffällig, und fertig. Aber die wollten nicht. Was soll ich machen? Du willst deine eigene Familie beklauen? Ich beklaue sie doch nicht. In deren Sachen. Lack, wenn du ein Mann bist, dann gehst du in deine Klamotten rein und holst die Sachen. Ja, tamam. Dann entfesselst du mir schon die Sachen, ne? Ja, aber das geht nicht. Der wird die nicht holen. Da musst du holen. Sägen, kannst du uns helfen, da einzureiten? Die sitzen in der Grove Street. Darum Sägen soll mitkommen. Ich werde mitkommen. Okay, okay. Wir fahren dahin. Aber das bringt ja gar nichts, die werden uns direkt über den Haufen knallen, ich sag dir ehrlich. Saduna, ich werde jetzt eine SMS an meine Jungs schreiben. Solltet ihr irgendwas machen, erkläre ich dir offiziell jetzt und hier den Krieg. Dann lass mich wenigstens vorher meine Jungs anrufen, dass sie nichts machen sollen.
Okay, das muss er machen. Aber guck, ja, ob er Knarren dabei hat. Da ist ein Fahrzeug. Hat uns gerade gesehen. Ich bin gefesselt, ich hab nichts bei mir. So. Ich kann die uns kontaktieren. Wenn ihr mir ein Handy geben würdet, dann... Okay, könnt ihr ihn frei machen? Ich kann es tun. Ich tue es. Dankeschön. Okay, könnt ihr mir ein Handy geben? Auf gar keinen Fall. Ja, wie soll ich dann meine Jungs kontaktieren? Natürlich kriegst du dein Handy. Okay, dankeschön. Kann ich mir mal dein Handy geben? Los, Mann, einsteigen. Steig mal. Okay, ich flieg mit meinem Helikopter euch hinterher, okay? Wir treffen uns in der Grove Street. Nix, dich gucken, schlafen, nichts. Ihr könnt einfach rein. Dein Stream schauen, schlafen, okay. Date mit dir. Okay. Nice, Mann. Geht's dir gut, genau. Hab ich jetzt auch ein Date mit euch. Es ist... Fahren wir los? Genau. Moment, sofort. Kokain, was sie von mir abgezogen haben, das hätten sie lieber nicht ziehen sollen. Die Treppen freimachen! Die Treppen freimachen! General Salami! Die Treppen freimachen! General Salami! Der redet mit dir, was ist denn los? Was willst du? Das Kokain, was sie mir abgezogen haben, das hätten sie lieber nicht ziehen sollen. Bin im Club und gucke dein Stream. Nice, Digga, sehr cool. Ich bin Frankfurter. Sehr schön. Aha. Hörst du überhaupt noch irgendwas oder liest du den Chat? Stark! Ich hoffe, die Leute da. Ihre Leute haben sie im Griff. Guck, lohnt ja, nicht. Fahr einfach nach Hause. Guck Stream zu Hause. Scheiß auf Club. Scheiß auf Club, Bruder. Komm nach Hause. Ich laufe hinter mir, damit die wissen, dass sie nicht auf dich schießen sollen. Er hat unter dich. Ich dachte, wir fahren direkt rein. Ja, okay, dann fahr rein. Fahr rein. Kein Problem. Wenn die auf dumme Gedanken kommen, lass ich dich sofort verschwinden. Glaub mir, ich erschieß dich. Und dann erschieß ich deine ganze andere Sippschaft. Ich bring euch alle um. Sorry, Abi. Das willst du doch nicht, oder? Nee. Ihr habt euch mit dem Falschen angelegt. Ja, sorry. Wo sind die anderen, die uns schützen wollten? Wo ist Sergin? Der landet. Ist der schon drin? Ja, der ist gerade gelandet. Einfach reinfahren. Ja, ich kann ja nicht durch das Gitter fahren. Ich muss ja warten, bis das aufmacht. Natürlich. Wie heißt du? Ich heiße Cheto, wie heißt du? Meniskus, Meniskus. Cheto. Baba. Du bist ganz cool. Ich glaube, mit dir kann man reden. Oh, danke schön, Meniskus. Ich mag dich auch, ja. Ich mag auch deine Glatze. Ich will schon ablecken, so. Willst du ablecken? Wie macht ihr ab hier, du Hund? Das hat mir gerade gehört. Ja. Sagen. Ey, wie kann man euch helfen? Wir sind hier im Frieden, warum holt er seine Waffe raus? Waffe war schon draußen. Alles gut. Wie kann man euch helfen? Also, Wie kann man euch helfen? Ich sag das, und zwar, die haben mich gepackt. Warum? Wegen der Sache vorhin, weil wir deren Sachen abgezogen haben. Mhm. Und Sagen kam. Da meinte, wenn wir deren Sachen nicht zurückgeben, dann erklärt er uns den Krieg offiziell. Also wenn, dann erzähl mal die Wahrheit bitte, ja? Ja, dann, wenn das nicht die Wahrheit war, dann erzähl doch. Sergen hat gesagt, wenn wir hier reinkommen und ihm was passiert oder uns was passiert, dann, wenn geknallt wird. Natürlich. Okay, richtig. Dann bitte ich euch ganz nett, geht einfach hier raus, okay? Wieso denn raus? Wir sind doch hier, um was zu klären. Was versteht ihr denn nicht da drin? Aus Sägen zuliebe sage ich das ganz nett, geht einfach raus. Aber wir wollen doch reden mit euch, oder könnt ihr nicht reden? Nein, geht das nicht? Was seid ihr denn? Was seid ihr Neandertaler, dass ihr nicht reden könnt? Was ist denn los? Das ist der Typ mit der schwarzen Maske, der war der Schlimmste. So, wir sind auch hier, um das zu klären, oder? Hier geht's um irgendwelche konfiszierten Fahrzeuge von meinen Freunden. Um was? Unter anderem Ayo. Sagen, die haben dir nicht mal erzählt, worum es geht, Alter. Es gibt gar keine Fahrzeuge oder sonst was. Ihr habt den Viagra und so abgezogen, hab ich gehört. Richtig. Oder warte, Sagen, ich frag dich anders, ja? Ich setz mich in mein Privatauto, fahr einfach bei dir ins Anwesen rein. Was ist deine Handlung? Willst du Tee? Willst du Baklava? Nein, sag raus, sagst du raus. Wir wollen euch nicht hier haben. Komm bitte wann anders, sagst du. Aber schieß doch nicht direkt einen Gast eine 9mm in seinen Kopf. Willst du mich verarschen? Sowas. Willst du das gerade rechtfertigen, dass du ein Menschenleben nimmst, nur weil er in dein Gebiet reinfährt? Lass mal deinen Ton unten. Tut mir leid. Zieh deine Maske ab, ich will dich sehen, bitte. Was hast du gesagt? Jungs, ja, ich will dich sehen, weil darf ich dich nicht, ich will dich doch sehen, kannst du nicht deine Maske abziehen? Wieso nicht? Schämst du dich? Brauchst du dich nicht schämen? Gott hat uns alle schön erschaffen. Du brauchst dich nicht schämen. Brauchst du wirklich nicht. Alles gut. Zeigen Sie. Okay, Jungs. Könnt ihr uns einfach unsere Viagras zurückgeben, bitte? Und unsere LSD? Und meine Macheten? Hab ich nicht. Okay, habt ihr nicht? Okay, welcher Kalb hat mir das denn genommen? Weißt du, wer das war? Ich sehe hier nur einen Kalb. Ich sehe auch nur einen, tatsächlich. Ja, ne? Ja. Genau. So, was machen wir jetzt? Sicherheitshalber, bitte.
Also lange Rede, kurzer Sinn, dieser Mann hat wohl seine eigenen Leute nicht im Griff. Er weiß nicht, wer was genommen hat oder ob das überhaupt stimmt, was wir hier sagen. Siehst du. Gut. Ich also sag, einer muss ja das Viagra haben. Es fehlen 2 Viagras, Baklava 10 Stück, 3 Viagras, 10 Baklava und 15.000 Casino-Chips. Okay. Oder 14.100. Wo sind die? Der atmet schon, der trinkt gleich durch. Wir sind gleich noch tot, Chat. Wir sind gleich tot. An diesen Casino-Chips, weil ich spielsüchtiger bin. Und Viagra, weil ich meinen Schwanz nicht hochbekomme. Alles gut. Gehen wir morgen gemeinsam bumsen? Nein. Hören Sie auf mit den Späßchen. Ich sag Ihnen, wie es ist. Heute müssen wir zu einer Lösung kommen. Ja? Ansonsten werden Sie nicht nur mit einem Krieg haben, sondern mit 3 bis zu 4 Leuten. 4 Organisationen. Ja? Verstehen Sie? Ja. Hier steht die Delta Force. Okay. Ich sag es Ihnen. Wir werden uns nicht in Ruhe lassen. Wir sind wie Kakerlaken. Wir kommen hinten in der Küche raus, nachts um 3. Wenn du nur kurz ein Sandwich machen willst, ich stehe auf einmal in deiner Küche, ich kacke in deinen Mund. Verstehst du das? Also aber jetzt das nicht so symbolisch, okay. Das ist nicht so gemeint. Nein, tut mir leid. Ich meine das nicht so, sondern halt dieses... Wir wollen das ja klären. Wir wollen jetzt hier nicht monatelang uns gegenseitig, ne? Aber wer bist du? Wir wollen ja Kehr machen. Ich bin ein Niemand, ich bin ein Furz. Okay. Ich bin nur einer, dem hier Viagra geklaut wurde. Eine Sekunde, ich bin gleich da. Und eine Machete wurde mir geklaut. Und ich will das einfach zurückhaben. Hatten Sie nicht noch eine SNS-Pistole? SNS? Janni, was bringt euch eine SNS? Oh, lasst mir doch die SNS-Pistole. Ich hab doch nichts. Ich hab doch nur 200 Dollar. Ich bin minus. Wollen wir haben? Ihr habt uns ausgeraubt. Ihr habt uns alles genommen, was wir haben. Ich bin seit 4 Tagen hier. Ich hab auf meiner Hand minus. Ich bin minus auf meiner Hand minus 250 Dollar. Ich weiß nicht mehr, wie das geht, wie das funktionieren soll. Obwohl ich alles bezahle. Ey, wir klären das ganz einfach. Fufi, hörst du mich? Hallo, ja. Fifi. So. Ayo, der hier mit der Glatze. Der ist... Ey! Der war auch zu viel. Der war zu viel. Der war auch zu viel. Der hat mir schon weh getan, als ich das gemacht habe. Der hat mir schon weh getan. Aber das ist halt, dem hat das halt wahrscheinlich zu. Gott weiß, Digga. Den hat das zu. Ich glaube, den hat das zu sehr gerade auseinandergenommen. Ich glaube, dieses Fifi war zu viel. Ey, das war doch nur Spaß. Warum schießt der denn, Digga? Der hätte mir doch auch einen zurückdrücken können. Der hätte mich doch auch zurück beleidigen können. Warum ist der denn jetzt sauer gewesen? Hey. Kann ich mir das nochmal angucken? Könnt ihr mal bitte den Clip reinmachen? 50 Dollar, ich weiß nicht mehr, obwohl, wie das geht, wie das funktionieren soll. Obwohl ich alles bezahle. Ey, wir klären das ganz einfach. Fufi, hörst du mich? Hallo, ja. Fifi. So. Ayo. Der hier, mit der Glatze. Der ist hier. Wie er noch so, ich sag nur so, Fifi. Auf einmal, du siehst so, der macht den hier, diese Animation, er macht so. Sagan holt seine OGs alle. Krasse Krieg gleich. Jawohl, Junge! Gambo! Gambo, Junge! Genau deswegen bin ich auf eine City wie Gambo. Let's go, Alter! Ich kann mich auch rausreden, stimmt. Leute, da war doch eben wirklich ein Hund zu sehen. Ich mein doch gar nicht ihn, Digga. Ich mein doch den Hund da. Diesen. Hä? Er hat dich mitgenommen. Ja, wahrscheinlich weiß ich nicht, weil ich ausbluten soll einmal hier. Aber warum direkt schießen? Ja, ist doch egal, Leute. Vielleicht war denen das auch ein bisschen zu viel Troll, wisst ihr? Der ist ja auch am Suchen, ist der auch tot? Das ist jetzt so mindblowing hier. Liegt der auch? Ja, schick mal einer Clip rein, Jungs. Ah, hier. Ah. Minus, ich bin minus auf meiner Hand, minus 250 Dollar. Ich weiß nicht mehr, obwohl, wie das geht, wie das funktionieren soll. Obwohl ich alles bezahle. Ey, wir klären das ganz einfach. Fufi, hörst du mich? Hallo, ja. Fifi. So. Ayo. Der hier, mit der Glatze. Der ist... Der war hoch zu... Minus. Ey, er hat nicht mal mitbekommen, dass ich geknallt worden bin. Ich hab's wirklich mal, nicht mitbekommen. Bruder, ich bin einfach mittendrin, Bruder. Ich chill hier drinnen, auf einmal wird losgeknallt. Der ist... Hey!
Scheiße, Digga. Das heißt aber jetzt Krieg mit Serken. Also die haben jetzt Krieg mit OGs, oder? Glaube ich. Was geht denn hier ab, Alter? Hallo, stabilisiert er mich gerade wieder, oder was? Oder was macht er da? Ui. 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 Ja, schade. Egal. Warum läuft denn eigentlich Herr der Ringe Musik hier gerade? Was ist denn eigentlich hier los? Was ist das denn für ein komischer Taxi? Hallo? Hallo? Bronco. Ja, bitte. Hau, was? Ich bin froh, dich zu sehen. Ich auch. Grüß dich, kleiner Mann. Das ist von Young and Reckless. Weißt du, wir sind fast... Scheiß einfach drauf. Fifi! Komm! Hallo! Fifi! Fifi! Hallo! Geschossen? Ich meine, also... Hallo! Oh, guten Abend! Einen schönen Abend, Herr! Guten Abend, alles gut? Ja, wollen Sie meinen Hund mal streicheln? Ja, das ist der Rocky, der tut denen nichts. Rocky, sag mal hallo! Darf ich auch mal streicheln? Oh, der kann natürlich. Das ja. Ist ja ein richtig erzogener Hund. Naja, er ist ein ganz feiner, du bist ein ganz feiner. So ein süßer Hundesohn, was er ist. Hundesohn. Warum siehst du denn die Frau, Bronco? Du solltest den Hund... Ich hab doch gefragt, ob ich streicheln darf. So, ich muss kurz... Was macht denn Ghost hier? Hä, was denn? Ich bin's. Du siehst so scheiße in dem Gesicht bekümmert, das... Passt alles, diese Maske ist komplett ausgeleiert einfach. Ja, also ich weiß auch gar nicht, warum die Maske an dieser einen Stelle so ausgeleiert ist und so groß ist. Ich verstehe nicht, was du gemacht hast, wirklich. Das war gestern nicht so. Ich habe ein bisschen Spaß gehabt. Okay, gut. Ich glaube, wir rufen mal kurz den Serge an. Ah, ich habe kein Handy. Sehr schön. Er war doch im Krankenhaus vorne. Ach so, ist der hier vorne? Ja. Komm, wir gehen dahin. Tragen? Haben Sie Serge irgendwo gesehen? Da vorne. Serge, der Hund ist drin. Guten Abend, Serge. Guten Abend. Was ist gerade passiert? Um 2:17 ist ein Telefonat zwischen Swiss und mir stattgefunden. Da habe ich mich über Saduno unterhalten. Ich habe mich über Saduno informiert. Ja, und jetzt? Wo war mein GPS, Swiss? Okay, komm, wir gehen mal woanders hin, bitte. Komm mal mit. Irgendwo in Davis, glaube ich. Komm, ich hol mir ein Auto und so. Ich geh erstmal ein Auto holen mit dem. Das Auto auf. Schade. Hm. Hast du ein Auto? Wir müssen uns Telefone besorgen und dann musst du mir gleich erzählen, was wir jetzt machen. Ja, ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal zum Anwesen. Zu deinem? Ja. Okay. Wir gehen in mein Hauptquartier. Ist das dein Auto? Mhm. Gut, dann wir müssen eh erstmal zur Tankstelle und uns ein Handy besorgen. Taxi heute bin das können ich wir, das können wir auch. Hallo du Ungeheuer. Wer sitzt denn hier im Auto? Ungeheuer. Können Sie uns vielleicht das Auto ausleihen? Nee, geht leider nicht. Wieso nicht? Weil Sie heute leider laufen müssen. Ihr Gesicht hat aber keinen Gehwaggon verdient, verstehen Sie das? Also. Sondern eher ein Twingo, ein Verrosteter. Herr Salami, sind Tschüss. Sie jetzt Arzt? Ich musste mich enttarnen. Hä? Ich musste mich tarnen, meine ich. Okay, was machen wir denn jetzt? Wie, was machen wir jetzt? Jetzt lege ich mich erstmal hin und zock ein bisschen Call of Duty da drin. Hä? Sag mal, was bist du denn eigentlich für ein Mensch? Du machst hier mit uns Filme und Probleme und dann, wenn die Probleme aufkommen und gelöst werden müssen, verziehst du dich und spielst COD? Was bist du denn für ein Mensch eigentlich? Das ist halt ekelhaft. Soll ich jetzt bis 7 Uhr morgens hier eure Probleme klären? Oder was wollt ihr? Mit Salami! Ey, warte mal ganz kurz, ey! Wer ist dieser Pommespanzer hier? Was? Das ist ein Kirby-Modell. Hallo, was soll denn hier Pommespanzer? Wow. Hört doch mal auf damit. Warte. Entschuldigst dich erstmal dafür. Wow. Richtig. Ja. Ja. Hör doch mal auf, so zu reden, Sergen! Was soll das denn? Hey, Sergen, hör auf! Sie schaut aus wie Pamela Anderson. Das ist ein Kopf von mir. Ich habe kein Interesse. Ich habe nämlich einen Freund. Wer ist Ihr Freund? Kevin hat der aus aber Kreuzberg. Glück. Sollen wir uns morgen darum kümmern, um die Burschen? Sergen. Ja, ich glaube, das ist heute zu viel. Ja, wir kümmern uns morgen drum, würde ich sagen, oder? Meinst du? Ja. Ich würde sagen, wir fahren jetzt erstmal ins Hauptquartier.
Und danach schmieden wir erstmal kurz den Plan und dann können wir schlafen oder überlegen, ob wir weitermachen. Muss ich dann wieder dieses Gemälde anschauen, wenn ich reingehe? Nein, wir gehen im Wohnzimmer und so. Wir machen das wird lustig. Kommst du auch mit, bitte? Ja, lass mal fragen, ob der Taxifahrer uns mitnimmt. Komm bitte. Mayo. Mayo, kommst du mit? Ja, ich komme mit. Ich komme hier noch mit. Alles gut. Ich bin der Jens. Da ist ein Taxi, lass uns ein Taxi benutzen. Lass mal fragen. Ja. Und danach, wenn wir steigen aus und laufen dann weg, wir zahlen nicht. Ich habe kein Geld dabei. Alles gut. Hallo, sind Sie Taxi? Ja. Hallo. Ja. Können Sie mal aufhören, Depps zu machen vor Ihrem Taxiauto und uns einfach fahren? Selbstverständlich. Ja, dann. Warten Sie, wie viel kostet das denn? Ja, der rechnet jetzt auch mal 7, weil wir so viele Leute sind. Bevor Sie einsteigen, wie kostet das? Hallo? Guck mal, wie viel der jetzt rechnet. Der macht jetzt Puppe. Ja, aber ey, mal gucken. Aber Sie haben doch hier rumgeschrien. Angebot. Steigen Sie ein und schauen Sie einfach. Wer zahlt also das? Also ich bitte Sie, wollen Sie die Taxi haben oder nicht? Alles auf seinen Nacken. Einer muss ein. Falsche. Sie müssen einmal aussteigen. Hier, der mit Brille hinten, OG. Der will sie tragen, wir sind doch voll. Sagen, Mann. Mayo, OG sagt, der Mayo, steig du aus, Mayo. Dennis, ist das eh egal. Ey, wieso sehe ich das Taxometer? Jetzt sehe ich das Taxometer. Geh fickt an meiner Coin. Gott sei Dank. Warte mal ganz kurz, warte. Warte, ich muss auch kurz. Ich habe für Sie heute sogar extra keinen Startpreis mit reingemacht. Oh, wie gütig. Wieso ist das schon 0,02? Die Taxi-Rechnung auf 15,61, bitte. Ja, 51, nicht 61. Oh, so. Wie steigt der Preis an? Die Herren, wohin darf es denn gehen? Hä? Einmal Observatorium. Was? Du willst zum Observatorium? Willst du pleite ankommen da oder was? Willst du das Haus direkt verkaufen? Damit du die Rechnung vergleichen kannst. Also die 2000 Dollar könnt ihr euch leisten. Ja, Mann, Ey, der fährt extra Umweg, das kostet immer mehr. 50 Dollar! Oha, 50 Dollar, wir sind noch vom Crack genommen! Oh mein Gott! Das macht gar keinen Sinn! Was ist das denn? Bruder, wir sind eine Straße gefahren, 150 Dollar hat uns gefickt! Hä? Was ist das denn für ein Scam? Was ist das für ein Scam? Wir sind nicht mal eine Meile gefahren! Hallo! Eine Meile, 250 Dollar! Ruhe! Hallo! Mein Vater, der Pisser! Was glaubt ihr Arschlöcher eigentlich? Was glaubt ihr Arschlöcher eigentlich, wer ihr seid? Ich verdiene doch dieses Geld nicht! Das kriegt doch alles mein Chef in den Arsch geblasen und nicht ich! Ja, das tut mir leid! Hallo, hört mal auf. Ich lebe nur von dem verfickten Trinkgeld und von dem verfickten Stundenlohn, der unter dem Mindestlohn ist. Oh, der Arme. Okay, tut mir leid, Arme. Ja, aber warum also, Sie lachen, trotzdem Umweg? Ja, dann fahr doch keinen Umweg, dann f*** doch nicht dein Chef, also tu doch nicht dein Chef da noch mehr Geld in den Arsch blasen, das weißt du doch. Du fährst ja auch 10 Umwege die ganze Zeit. Ich fahr doch keinen Umweg. Ich fahr doch gerade auf schnellsten Weg. Reicht's nicht, dass meine Frau mich heute verlassen hat, müssen wir mich noch fertig machen. Ich muss Kredit aufnehmen, aber da kommt. Seid mal ruhig, Leute. Seine Frau hat den verlassen. Was ist passiert mit ihrer Frau? Meine Frau, die hat, also sie fand, dass ich über, also ich bin halt ziemlich sauer geworden, wissen Sie. Und sie hat mich halt verlassen, weil ich sie erwischt habe, wie sie mit dem Mehmet gebumst hat. Aber sie hat halt, sie hat halt mich nicht eingeladen und ich dachte halt, wir sind offen bei sowas. Und dann war ich sehr enttäuscht, war sehr sauer und dann hat sie Schluss gemacht. Nee. Guck mal, ganz ehrlich, wenn sie dich so schnell gehen lassen hat, dann hat sie dich eh nicht verdient. Die Zeit wurde freigehalten für eine wichtige Person, die bald kommen wird. Mach dir nichts draus. Alles wird gut. Der Herr, wie heißen Sie eigentlich, wenn ich mal fragen darf? Herr Ulrike. Rechts. Noch mehr Umwege.
Das war 100 Dollar Kubik. Ey, ich sag euch ganz ehrlich, das nächste Mal könnt ihr laufen, ja, ganz Gott, ehrlich. Ja, ist ja okay, Dickerchen, jetzt merkt mich mal jetzt hier, also, stell dich mal jetzt nicht so an, Dicker. Was soll denn das? Wenn ich sag, dick, dann fick dich auch, Dicker. Hast du verstanden, Alter? Boah, ich will jetzt hier aussteigen, das reicht. So, einmal aufrunden, bitte. Ich brauch kurz frische Luft, Jungs. Oha, 1000 Dollar für ein Dings, bin ich nach Norwegen gefahren. Was ist das denn? Alles gut, die Herren. Übernehme ich. Alles gut. Nee, alles gut. Ich nehme das schon. Hallo, ich übernehme das doch, der Arme. Nicht mehr Trinkgeld. Guck mal, jetzt wartet er. Ja, ist ja gut. Jetzt muss ich doch Trinkgeld geben. Hallo, wollen Sie noch Trinkgeld? Wie bitte? Wollen Sie noch Trinkgeld? Wenn Sie was für einen armen Mann übrig haben. Ja, natürlich. Geben Sie mir einfach eine Rechnung von 1000 Dollar. Eine Rechnung kann ich Ihnen nicht mehr stellen, weil ich die Rechnung von Ihnen gerade schon bezahlt habe an meinen Chef. Wie? Ja, ja, ich habe das übernommen für euch. Einfach aus Trotz für die anderen, weil die so böse zu mir waren. Jetzt werden die sich irgendwann denken, ey, zu dem waren wir irgendwann böse gewesen. Aber die wissen nicht mal warum. Dann schreiben Sie einfach noch eine Rechnung an die 15. Das geht gar nicht. Alles gut, der Herr. Ist nicht so schlimm. Alles gut. Okay. Sonst würde ich Ihnen was geben, aber ich habe leider kein Bargeld dabei. Ich bin im Minus. Wie heißen Sie eigentlich nochmal? Herr Oleke, ein Hotel Oleke. Sind Sie immer Taxifahrer? Dann würde ich mir Ihre Nummer eben nehmen. Ich habe kein Handy. Sehr ja, schön. Ja, also, aber Sie können immer gerne beim Taxiservice anrufen und nach Olli fahren. Ich habe kein Handy dabei, Keule. Alles gut. Du kannst ja ein Dispatch senden zur Taxistelle und dann melde ich mich. Alles gut. Okay, dann überweise ich Ihnen was mit dem Handy. Brauchst du einfach nach... Also mein Name ist Randolf Ritter. Für dich, Ronny, mein Bester. Okay. Super, Ronny. Okay. Hat mich gefreut. Ja, ich bin Ayo. Mich auch, Ayo. Bis dann, ja. Antenne, ne? Tschüssi, ja, Koski, ja, Analoski. Gut. Tschüssi. Mach's gut. Ich kenne noch... ganz kurz. Ich kenne noch einen. Ja? Den sehen Sie sehr ähnlich. Ja? Also halt einfach, also das soll nicht komisch klingen oder ja, so. Ja, alles gut. Aber ich habe einen Kollegen, den habe ich auch den einen Tag gefahren, der heißt LeBron James. Der hat so ein bisschen Ähnlichkeit mit ihm. Der ist ein bisschen größer, aber so die Ähnlichkeit ist da. Super, danke vielmals. Ja. Freut mich sehr. Gut, ich bin leider nicht so sportlich, aber vielen Dank. Alles gut. Ich möchte nicht ins Haus gehen. Gehört. Ich war im Haus. Ich Guten war Abend. Gast. Abend. Also darf sie hier? Ist seine Freundin? So, gehen wir rein. Nein. Was redest du da? Sie war mein Gast. Geh mal rein. Also seit wann lädst du denn Frauen zu uns ein? Was geht denn da ab? Oh, oh. Wirklich? Oh, oh. Gestern hattest du noch eine andere am Start, Mann. Wie hast du gestern gestöpft? Vor einer halben Stunde, meinst du? Ja, guck mal, wenn du drücken willst, okay, tamam. Nein, aber ich will das nicht sehen und nicht hören. Was ist denn hier? Was ist hier los? Was redet ihr denn? Wie ekelhaft seid ihr denn hier? Schämt ihr euch nicht? Was? Schämt ihr euch nicht? Stöpf. Oleke, guck mal, ich prank den jetzt. Hey. Du musst mal... Salami. Hey. Ich weiß. Salami, ganz kurz. Ja? Du musst mal eben sehen, wo du das erste Mal reingefahren bist, ne, in die Hut, wo das angefangen hat. Du hättest mal sehen müssen, was ich gemacht habe in dem Moment. Was? Ich habe versucht zu flüchten, ich habe versucht aus dem Auto rauszuspringen. Also, das war einfach drin, ich habe das nicht selber gemacht. Weißt du, was ich meine? Ich habe das einfach gemacht, so unterbewusst. Ich erkläre es dir gleich. Gut. Kannst du mal aufhören, so aggressiv zu sein, bitte? Alles gut. Lach, Stimme schon, hä? Stimme schon. Stimme schon. Ja, schön. Stumm mal deine Schiene. Stimme stumm. Stumm mal deine Schiene. Ja. Scheiß drauf. Bro, 3 Uhr nachts, ja, ich weiß, ich muss auch rausgehen hier, es reicht, wir sind schon zu lange im RP. Oleke, warum rennen Sie? Beruhigen Sie sich. Was machen wir denn jetzt? Beruhigen Sie sich, bitte. Wieso ist das denn aber hier so, ich muss mal einmal rein. Ja, guck mal rein. So, schon besser. So, dann setzen wir uns jetzt hier hin und dann reading. Ich lege jetzt erstmal ein paar Drogenhandys auf den Tisch. Was macht ja, leg mal ein paar Handys auf den Tisch, ich habe kein Handy, ich brauche eins. Ein Handy liegt jetzt da. Wo? Auf dem Boden. Auf dem Boden. Ja, genau da. Tschüss. Warum? Ja, erzähl doch mal. Warum sind wir im Krankenhaus aufgewacht? Könnt ihr mir das sagen? Wir sind doch auch aufgewacht. Einer muss doch jetzt von uns reinschießen, damit wir wissen, was passiert ist. Wieso stellst du denn jetzt die Frage? Wir sind doch alle da aufgewacht.
Soll ich mich jetzt dran erinnern? Was willst du denn? Soll ich mich dran erinnern? Dann mache ich das jetzt. Nein, tu das nicht. Tu das nicht, Mann. Scheiße, nein. Ich muss in einem Gespräch gewesen sein mit Saduna. Sonst macht das keinen Sinn. Ey, dein Haus ist mein Haus, du weißt, ne? Also ich glaube auch, dass du mit denen... Misakasa. Ja, weil ich hatte heute auf jeden Fall mit den Sadunas ein bisschen was zu tun. Es könnte sein, dass ich zu dir gekommen bin und dich vielleicht nach Hilfe gefragt habe, weil ich heute eh meine Differenzen mit denen hatte. Aber jetzt ist interessant... Aber ich kann mich leider nicht mehr daran erinnern, was passiert ist, wo ich dir das erzählt habe. Aber was denkt ihr denn, was passiert ist? Ich glaube, dass ich dich nach Hilfe gefragt habe. 2:17 Digga. Habe ich das diesen Anruf gestört. Geführt. Das ist wirklich gestört. Wirklich, die Liebe raus für Luxa. Vielen lieben Dank, Luxa, wirklich. Ich weiß nicht, was du machst. Es ist 3 Uhr, Bro. Woher die Kraft? Vielen lieben Dank, wirklich. Danke, bis er vom Notfallmediziner aufgesammelt wird und versucht wird, zusammenzuflicken, um wieder zu Bewusstsein zu kommen. Aber seine Erinnerung ist weg. Sprich, 10 Minuten. Wir schalten zurück. 2:19 muss der Schuss gefallen sein. Vor 2 Minuten hatte ich das Gespräch um Saduna. Oh, das stimmt. In 2 Minuten muss etwas passiert sein. Ich höre gerade Detektiv Conan, verstehst du? Darum ist alles das so. Das macht Sinn, plausibel. Das macht doch alles Sinn. Das ist eine richtige. Das heißt, du kannst dich genau daran erinnern, worum es ging, und wir fahren da jetzt hin und machen weiter. Aber sollten wir nicht einen Angriff planen? Wir planen einen Angriff und machen das morgen. Du hast recht. Dann machen wir den Angriff morgen. Bronco, kannst du dich bitte ein bisschen wegsetzen? Du stinkst. Ich stinke? Das ist wirklich ekelhaft. Okay, du sitzt also seit vorgestern. Wir Lila, oder? Du trägst seit vorgestern diesen Anzug. Schwitzt du nicht da drin? Musst du das nicht irgendwann mal... Ekelhafter. Ich habe das erst heute angezogen, ja? Das haben wir von Temu bestellt. Glaub ich. Was ist nochmal das Problem mit euch? Ah. Ich erinnere mich an irgendwas, an Viagra. War da nicht was? Viagra, Jungs? So, was habt ihr mich gefragt? Es tut mir leid, ich war etwas abgelenkt. Könnt ihr mal bitte Borat von Ella wegziehen? Was ist das? Er geiert auf einem Familie. Ja, ich gehe jetzt. Aber sag mir kurz, was jetzt hier Kurzfassung ist. Ich gehe jetzt dahin. Alles gut. Kurzfassung. Ja. Wir wissen jetzt ungefähr, was passiert ist. Sprich, es war ein Attentat auf uns. Wir sind zusammen im Krankenhaus aufgewacht. Es gab einen Angriff auf uns. Wir müssen einen Angriff planen und er muss geschmeidig ablaufen. Es ist das aber 3 Uhr nachts. Jetzt heute nicht mehr, morgen. Ich werde auch morgen die Army, ich werde alle hinzuziehen. Ich möchte, dass die auch kommt. Ich werde morgen zu jedem Einzelnen gehen und nach Hilfe fragen und dann am Ende werden alle gemeinsam die angreifen, ohne dass die voneinander wissen. Warte. Hallo, wer seid ihr? Hallo, wir haben ein UFO gesehen, wir müssen aufs Dach. Was ist das denn hier für ein Junkie-Laden hier? Ich dachte, das ist hier dein Haus, Jürgen. Das ist auch mein Haus. Gut? Haben Sie Alzheimer? Ist alles in Ordnung bei Ihnen? Ist alles gut? Sind Sie aus dem Altenheim ausgebrochen? Kann man Ihnen helfen? Das ist mein Doktor, Sie müssen ihn fragen. Och, Scheiße. Doktor, ich glaube, der Herr, der hat sich verlaufen. Was ist denn los? Was ist das denn hier? Sind hier nur verwirrte Menschen? Ja? Beide besoffen? Guck mal, der da hinten, wie der am Rumcringen ist. Guck mal. I'm swerving on it. Swerving on the big body. They're swerving on this. Swerving on this. Good. Yeah. We walk up in the kitchen, say, what should happen? Oh, baby. Yes, gets lost, Ella. Drunk in love. We be all night. Ella be right. The thing I remember is our beautiful bodies grinding under the club. Drunk in love. Burat! We be all night. Burat! Entschuldigung. Burat! Was denn? Wir sind hier für eine Mission, du Vollidiot. Was machst du denn hier? Du sollst nicht die Tochter von dem Chef von diesem Haus hier anmachen, sondern du sollst da vorne sitzen und mithören. Du Idiot. Arschloch. Und du, wenn ich dich noch einmal tatzen sehe, dann kracht's hier. Er hat so schön gesungen. Geh auf dein Zimmer, Ole, los! Okay. Du gehst auch auf dein Zimmer. Ja, okay, Papa. Hä? Du musst so machen. Ich hab hier kein Zimmer. Jalla, nach oben! Geh nach oben, jalla! Was ist jetzt Sache hier? Ja, komm mal mit jetzt, wir müssen kurz... Was macht denn hier dieser Opa und sein Arzt? Warum ist sein Arzt ein Betreuer besoffen? Ich verstehe hier nichts. Wieso kommt hier eine... Ella, was machen hier fremde Leute in meinem Haus? Ich weiß nicht, wer ist das? Bring die raus! Ich kann nicht mehr. Wieso können sie nicht mehr? Es ist zu viel. Ich hab's dir gesagt. Ich geh jetzt schlafen. Ich hab's dir gesagt. Wie, du gehst schlafen? Ich geh jetzt schlafen.
Wie Warum? Schlafen? Ja, ich gehe schlafen. Nach der Mission. Ja, was für eine Mission denn jetzt? Was denn für eine Mission denn jetzt? Ja, ich dachte, wir wollten hier was besprechen. Was wollt ihr denn da hin? 3 Uhr, ich hab doch gesagt, wir machen heute lange. Ja, aber ich will doch jetzt nicht hier so lange drin bleiben jetzt hier. Ich will doch schlafen. Reicht doch jetzt 2 Stunden. Jungs, beruhigt euch doch mal bitte ganz kurz. Guck mal jetzt, wie gefangen der ist. Guck mal, der tritt durch. 3 Uhr, gefangen. Nein, wir können doch was anderes machen. Ganz kurz, hallo, hör doch mal ganz kurz so. Schiffe, Schiffe. Nein, nein, guck mal, wenn der Mann, ganz kurz, bitte, bitte, ganz kurz, ja. Wenn der Mann sagt, es reicht, dann sage ich auch, es reicht, verstehst du? Dann müssen wir das so übertreiben. Und dann lassen wir das einfach sein. Deswegen bitte beruhigt euch alle hier, okay? Und langsam geht das mir hier alles auf den Sack. So. Also warum? Wofür? Hm? Ich frag dich, wofür? Dann führen wir den Bums einfach morgen fort. Richtig. Morgen. Weißt du was, eine gute Idee, wir machen das morgen. Du bist morgen auch da? Ja, morgen in der Nacht. Oh, das heißt, du bist auch da, Salami, ne, morgen? Ja, ja, morgen ist die Stimme besser. Die Stimme ist ja jetzt besser. Man hört ja raus, dass die Stimme, dass die gut geht, dass die Stimme da ist. Guck. Hallo! Willst du mich verarschen? Ich bin derjenige, der hier gefickt ist. Hör doch mal auf! Aber warum denn? Warum bist du denn gefickt? Erklär doch, alles doch, ist doch alles gut. Bitte komm morgen. Hier, hier. Stopp! Okay, alles gut. Okay, was machen wir jetzt? Gut. Guck mal. Das Ding ist, ich muss gucken. Guck mal, ich sag dir eine Sache. Ja. Sergen. Ja. Wenn wir da morgen einreiten sollten und alle liegen auf dem Boden, gerade der, der uns da hingerichtet hat, dann sind die Häfen eröffnet für die Schiffe. Erst dann habe ich meinen Seelenfrieden und kann auf See stechen. Verstehst du? Deswegen, ich brauche deine Hilfe, Sergen. Tamam, ja, wir machen das. Tamam, wir machen das. Morgen. Also die Armee können wir ja vergessen. Die Armee hat uns im Stich gelassen. Ja, Armee, Polizei, alles kannst du hier. Das ist easy. Top me, Potomo. Alles gut, Borat? Gut, ich leg mich dann mal hin, ja? Mach mal nochmal ein Foto. Hey, gehen wir nicht mehr. Stink, du warst schon. Jalla geschlafen, jalla. Willst du noch ein bisschen mit Brimstone durch die Gegend? Willst du noch mit Brimstone? Oder Schiff? Du sagen, können wir hier schlafen oder bei mir schlafen? Ja, geh doch schlafen, geh doch. Du sollst euch noch die Socken ausziehen. Ella, wo kann ich schlafen, Ella? Oh nein, ich würde das nicht deine Tochter machen lassen. Zeig dir selber, wo die Zimmer sind. Sag jetzt Schiff. Nee, ich hab eigentlich keine Lust auf Schiff. Brim. Schiff dauert zu lange. Ich will eigentlich so um spätestens 4, weißt du? Ah, ja, ja. Lowrider, Lowrider, Lowrider. Guck mal, der. Nimm bitte eine Hilfe, schick dir mal bitte einen schlafen. Ich krieg keine Luft mehr. Sag jetzt, was meinst du? Das machen wir doch morgen. Ich will Brimstone ringen. Ich mach einen Unfall. Ja, wenn du Lust hättest. Ja, okay, dann lass Brimstone mit. Okay. Okay, heute. Okay. Oleg, warte, ich mach einen Unfall, Oleg. Oleg. Gut, ich leg mich mal hin, ja? Gute Nacht! Ihr habt alle einen Schaden, ihr seid alle. Fuck, Odem, leuch doch, hier schlafen, fuck mich ab, fuck uns nicht ab, ich schlafe! Geh doch. Schick der geht, yalla. Yalla, leg hin, geh schlafen. Hä? Fuck, der lebt ja noch. Fuck, geh schlafen, du Edi. Wo ist der? Hier, komm. Geh schlafen. Schlaf. Komm, geh schlafen. Ins Wasser, ins Wasser. Ja! Wo bist du? Hoch? Gut.